Donnerstag, Neurodonnerstag Nummer 8, 7, 8, 8, glaube ich, genau. Also falls es jemand weiß, kann er mir das gerne in den Chat bei Zoom reinschreiben. Servus auf Instagram und genau, willkommen zum Neurodonnerstag Nummer 8. Wir wollen nochmal über den Hirnstamm reden. Wir werden hier nochmal über den Hirnstamm reden und wir werden immer wieder über den Hirnstamm reden, weil der Hirnstamm einfach wichtig ist, weil es einfach essentiell ist. Habe ich heute, so was habe ich heute an Patienten gehabt? Ich habe gehabt einen Dopaminrezeptormangel in den Basalganglien rechts gehabt, also geht Richtung Parkinson-Symptomatik, ist aber in dem Sinne kein wirklicher Parkinson, kein Dopaminmangel. Dopamin hilft bedingt, logischerweise, weil die Rezeptoren fehlen. Das konnte man messen, das ist ganz interessant. Kann man trotzdem was machen? Ja, kann man was machen. Hat das was mit dem Hirnstamm zu tun? Auf jeden Fall immer, weil die Basalganglien permanent mit dem Hirnstamm in Interaktion sind. Und wir wollen natürlich nochmal über so ein paar Facetten reden. Was habe ich noch gehabt? Eine unklare Myelopathie, naja, vielleicht nicht ganz so unklar, weil doch eine Operation an der Halswirbelsäule stattgefunden hat und deswegen Ansteuerung der Beine nicht richtig funktioniert, Aufrichten funktioniert nicht so richtig. Insgesamt Energiemangel, Energie immer wieder so ein Thema, das mit reinspielt. Habe ich jetzt eine Funktionsstörung oder habe ich eine Energiestörung? Ohne Energie keine Funktion. Funktion braucht natürlich auch Information, das ist eher so die neurologische Seite, aber ohne Energie am Schluss auch keine Funktion trotz guter Information. Also das muss man natürlich auch immer im Blick behalten und ist immer auch Thema, gerade wenn wir über den Hirnstamm reden, weil der Hirnstamm natürlich das intrinsische Gefäßsystem vom Gehirn auch mitreguliert. So, was gab es heute noch? Ich muss direkt denken, ich habe schon wieder vergessen, obwohl ich nicht so viele Patienten am Tag habe. Wir haben natürlich irgendwelche Formen von Schmerzen gehabt. Zustand nach Kahnbeinfraktur mit Denervierung, hat alles nichts gebracht, HWS-Problematik etc., die sich darauf wahrscheinlich aufbaut. Hirnstammbeteiligung natürlich und so weiter. Was habe ich noch gehabt? Psychophysisches Erschöpfungssyndrom, könnte man sagen, vielleicht auch Burnout, vegetative Affektion, somato-emotionale Themen, psychosomatische Themen, spielt alles mit rein. Patienten kommen so mit allen möglichen Dingen zu mir. Heute Abend ging es noch um Blutdrucksenkung. So, Blutdrucksenkung, so als Beispiel, ist jetzt gerade noch so präsent. Woran denkt man bei Blutdruckregulation? Man sollte zumindest mal an den Glossopharyngeus denken. Kommt aus dem Hirnstamm. Man sollte an den Vagus denken. Wo sitzt der Glossopharyngeus? Hier im Gefäß an der Carotis, misst dort den Druck, der zum Kopf geht. Vagus sitzt hier im Aortenbogen drin, misst den Druck sozusagen hier, der Richtung Körper geht. Alles Hirnstamm assoziiert. Was haben wir noch angeschaut? Wir haben natürlich die Nieren angeschaut, Nierenlager, Phrenikus, hormonelle Regulation, Nebenniere, Nebennierenmark ist ein Sympathikus Ganglion. So, und irgendwo landet man dann doch wieder im Hirnstamm, weil auch diese ganzen Systeme zum einen in ihrer Steuerung, aber auch zum anderen in ihrer Aktivierungs- oder in ihrem Aktivierungsniveau dem Hirnstamm zuzuordnen sind. Beispiel Locus ceruleus, ein Noradrenalinkern, so im Bereich Pons, obere Pons, vielleicht sogar ein bisschen Richtung Mesencephalon, reguliert das Aktivitätsniveau über Noradrenalin sowohl im Bereich vom Gehirn als auch im Bereich vom Rückenmark. So, dass ich sage immer, das Nervensystem im Nervensystem oder das vegetative Nervensystem des Gehirns. Ja. Ich hatte letztes Mal schon darüber geredet, aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem. Aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem, etwas irreführend, weil es nicht nur aufsteigend ist, weil es nicht nur retikulär ist und weil es nicht nur aktivierend ist, sondern da gibt es auch inhibierende Systeme wie das GABA-System, Kleinhirn gehört dazu, sind wir schon wieder beim Hirnstamm. Also, das Thema ist im gewissen Sinne umfangreich, endlos. Ich glaube, es vergeht keine, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, also keine einzige Behandlung, die ich täglich mache, wo nicht der Hirnstamm in irgendeiner Weise vorkommt. So, da scheint sich alles zu bündeln oder da bündelt sich alles. Da sind die ganzen autonomen Systeme angesiedelt. Auch das Gehen im Sinne eines autonomen Systems, Gangmuster, Initiierung zumindest und die Verknüpfung zwischen externer Welt, visuellen, auditiven, olfaktorischen Daten, Gedanken, was will ich hin, was will ich machen, was habe ich vor, hin zu Übersetzung in die Physiologie.
Dann hatten wir auch noch interessant, Exercise Pressor Reflex war noch heute ein Thema bei den Patienten mit den Blutdruckproblematiken. Was ist der Exercise Pressor Reflex? Wenn ich aktiv werde, mich bewege, dann passiert eine automatische Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems. Nicht erst bei Sauerstoffmangel, sondern letztendlich schon bei Aktivität passiert das. Und das heißt, das Herz wird über das autonome Nervensystem, über die Grenzstrangsysteme direkt mit aktiviert. Und das kann letztendlich auch zu Störungen in der vegetativen Regulation des Herzens führen. Da ausnahmsweise möglicherweise mal in Umgehung des zentralen Systems, das heißt nicht unbedingt Beteiligung des autonomen Nervensystems über den Hirnstamm, aber wahrscheinlich auch nicht so, dass der gar nicht beteiligt ist. Aber das sind relativ autonome Prozesse, die peripher laufen können. So, Anfrage an Sie. Hat eine Anfrage für einen Auftritt. Der Marc möchte was von mir wissen. Marc, okay, ich weiß jetzt nicht, was passiert. Irgendwas passiert jetzt gerade. Servus Marc, freut mich, dass du da bist, aber was jetzt gerade passiert, weiß ich jetzt nicht. Du wirst es mir dann erzählen. Genau. Ich lasse mich auf alles ein. Nochmal für alle Instagrammer, wir sind auch auf Zoom. Wir haben den Zoom-Link auf unserer Website für den Neurodonnerstag. Da haben wir natürlich dann die Möglichkeit, noch in den Chat zu gehen. Servus alle Zoomer, wie viel haben wir denn heute? Wir sind zu 10 bei Zoom und ihr könnt natürlich auch gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Wir zeichnen auf, sowohl auf Instagram als auch bei Zoom und haben das dann auf unserem YouTube-Kanal, falls ihr da mal reinschauen wollt, Neurolog Akademie TV, unser YouTube-Kanal. Da stellen wir dann auch die Aufzeichnung, falls ihr nicht genügend Zeit habt oder falls ihr irgendwas nochmal nachgucken wollt. Episode 8 haben wir jetzt, so die anderen sind alle drauf. Das Einzige, was wir nicht haben, weil wir vergessen haben, ich habe vergessen, auf den Record-Knopf zu drücken, muss man natürlich machen. Muss natürlich auf dem Gerät auch auf Aufnahme drücken, damit es aufgenommen wird. Habe ich vergessen bei der ersten Episode, deswegen gibt es die nur auf Instagram. Also alle, die nochmal anschauen wollen, auf Instagram TV gibt es die, aber nicht auf YouTube. So, genug Social gemediat. Wir kehren zurück. Was wir heute machen wollen auf jeden Fall, ist etwas praktisch arbeiten. Mein Sohn sitzt schon Gewehr bei Fuß hier drüben und freut sich darauf, gleich sich hier in die Kamera stellen zu dürfen und seine Social-Media-Präsenz zu stärken. Genau, er hat komische Kombinationen an Dingen heute an, ein PSG-Trikot mit einem Liverpool-Trainingsanzug. Nur, dass ihr schon mal vorbereitet seid, nicht, dass die ganzen Bayern- und BVB-Fans irgendwie entsetzt sind. Ich bin Bayern-Fan, ich oute mich an dieser Stelle. Genau, bitte nicht abschalten, deswegen alles gut. Ja, ich will es nicht überstrapazieren. Okay, so, also, gehen wir nochmal kurz rein. Ich hatte hier was hingemalt. Medulla, unterster Teil des Hirnstamms, Pons, dieser fette Teil, Mesencephalon, so der schmale Teil oben mit den vier Hügeln hinten drauf, mit der Vierhügelplatte hinten drauf und dahinter das Cerebellum. Das ist nomenklaturtechnisch laut Lehrbuch nicht ganz korrekt, wenn ich sage, das ist der Hirnstamm, weil da ist es dann eher irgendwie nur Medulla und Pons und da ist so eine ganz komische Differenzierung, die interessiert mich überhaupt nicht. Wenn ich ein Bild anschaue vom Gehirn, vielleicht sieht man es hier hinten, ich muss mal ganz kurz die Instagrammer zu unserem schönen Poster rüberdrehen. Da drüben seht ihr unser schönes Poster, was wir für die Akademie gemacht haben. Hirnstamm. So, Hirnstamm hier unten, da, wenn man drauf schaut, da ist ein Bereich, dann gibt es so ein paar Zwischenhirnareale und dann gibt es einen riesengroßen Kortex. Wir machen es uns etwas einfacher, weil es ist kompliziert genug, deswegen darf man gerne auch das Ganze etwas einfach machen. So, ich stelle mich nochmal ein, damit ihr mich vielleicht in ganzer Schönheit seht hier. Okay, gut. So, also, Medulla, unterster Hirnstamm, sehr, wenn man es jetzt in zwei geteilte Sprache oder zweigeteilte Unterteilung teilt, auch eine schöner Ausdruck, zweigeteilte Unterteilung geteilt. Somatomotorisches oder sensomotorisches System, autonomes Nervensystem. Haben wir beides im Hirnstamm unten in der Medulla vertreten. Autonomes System, Vagus, autonomes System, Glossopharyngeus. Nochmal eine kleine Erinnerung von mir. Ich höre viel Vagus, 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 Vagus. Es gibt dann Bücher über Vagus-Training, es gibt dann Atemtechniken für den Vagus, dies, das, jenes. Der Nerv, der für die biochemische Regulation im Kopf zuständig ist, ist auch der Vagus, aber in erster Linie mal der Glossopharyngeus. Ich habe ganz viele Patienten schon gehabt, die zum Beispiel durch ein Schleudertrauma, Kopftrauma, eine Störung nicht im Vagus, sondern im Glossopharyngeus hatten. Und eine Folge kann Panikattacken sein.
Blutdruckregulationsstörung und Blutgasregulationsstörung. So einseitig könnte wackelig werden, beidseitig wackelig. Ja. Ich glaube, hatte ich schon mal gesagt, die Klein-Theorie der Panikattacken. Also Vorsicht vor schneller Psychologisierung. Es ist recht häufig ein physiologisches Problem und da sollte der Glossopharyngeus unbedingt berücksichtigt werden. Das kann ich nicht häufig genug sagen. Ich muss noch mal winken. Alle, die hier anwesend sind, Servus, danke fürs Vorbeischauen und wir zeichnen auf und ihr könnt es jederzeit angucken. Genau, also das haben wir autonom da unten drin, unter anderem, was haben wir sensomotorisch drin? Wir haben den Nucleus gracilis und Nucleus coniatus, die Kerne von den Hinterstrangbahnen, ganz viel Information aus den Gelenken, aus den Faszien, aus den Ligamenten etc. über Körperposition, über Körperbewegung, auch aus der Haut, aber mehr Tiefensensibilität. Die größte Leitung bedeutet auch die größte Datenmenge und die größte Datenmenge über Körperpositionsbewegungsinformation geht in die Medulla in allererster Linie und von dort dann weiter zum Gehirn, aber eben dann auch zum Kleinhirn, um dort verarbeitet zu werden. Kleinhirn als größtes propriozeptives Ganglion. Ja, nicht nur Propriozeption, aber ganz wesentlich propriozeptives Ganglion. So, das sind so die zwei Aspekte. Dann haben wir natürlich motorischen Output. Wir haben verschiedene Systeme, drei Systeme. Das motorische System im Sinne, was will ich machen? Dann das Aktivierungssystem der Muskulatur, also Tonus rauf und Inhibierungssystem Tonus runter. Und die sitzen so da verstreut. Man sagt, tendenziell Medulla ist etwas mehr Beuge, also Aufrichtungstonus reduzierendes System nach Aufforderung zum Beispiel von oberen Strukturen wie Cortex. Ich möchte mich bücken, um was aufzuheben. Dafür muss ich den Aufrichtungstonus reduzieren und den Beugetonus aktivieren, sagt man. Das ist eher eine Medulla-Funktion, die dann wiederum die Pons inhibiert. Also das passiert da auch, also eher tendenziell Beugung. Was da auch reinpasst, ist immer so ein Thema, warum ist der Vagus und das Beugesystem an der gleichen Stelle organisiert und man sagt so, funktionell sind Sachen dort zusammen organisiert, die auch zusammen Sinn machen. Was machen wir gebeugt? Wir heben irgendwas auf, um es dann vielleicht zu essen oder wir hocken uns hin, um zu essen. So, wenn wir gestreckt sind, ist es nicht unbedingt die beste Position, was auch vom Boden aufzuheben und zu essen. Gestreckt ist eher so Aufmerksamkeit, eher ein sympathikolastiges oder sympathikuslastiges System, Beugung eher parasympathischlastig, passt wieder zum Vagus, Parasympathikus passt auch zum Vagus im Sinne von Essen, Verdauen, Aufnehmen, passt auch zum Beugemuster, sich hinzuhocken und irgendwas aus dem Boden auszugraben, eine Wurzel und die dann zu futtern. So, früher zumindest war das der Fall. So, hier eine Etage höher, Pons ein bisschen dicker, weil ganz viele Leitungen von Cortex zum Kleinhirn gehen, deswegen dicker. Und da auch nochmal die Erinnerung, das ist eine anatomische Unterteilung, nicht eine funktionelle Unterteilung. Ja, wir machen daraus gerne funktionelle Unterteilung, dass wir sagen, Medulla macht das, Pons macht das, Mesencephalon macht das, aber da muss man sehr vorsichtig sein, weil es ist eine externe Beurteilung oder Einteilung anatomisch nach dünn, dick, dünn. Ja, so, also deswegen immer bitte vorsichtig mit Medulla ist eine Funktionseinheit für das und Pons eine Funktionseinheit für das. Ja, so reden wir gerne, aber so ist es natürlich in Wirklichkeit nicht ganz. So, Atmung. So, Visceromotorik, wir hatten auch schon letztes Mal gesagt, thorakal mehr, kardiorespiratorische Oszillatoren sitzen dort, die sozusagen Herz-Kreislauf-System und Atmung miteinander koordinieren. Aufrichtung, ja, ist durchaus gut für Einatmung, eben mehr inspiratorisches, mehr Aufrichtungssystem, Antigravitationssystem. Wofür brauche ich mein was brauche ich zusätzlich zum Antigravitationssystem? Informationen aus dem Gleichgewichtssystem, zu sagen, da zieht die Gravitation. Und da muss ich mich gegen aufrichten. Also Gleichgewichtssystem, Hirnnerv Nummer 8, Vestibulo cochlearis, vestibulärer Anteil, 4 Kerne sitzen in der unteren Pons, Übergang zur Medulla und versorgen natürlich die Aufrichtungssysteme mit Informationen, aus welcher Richtung die Gravitation zieht. Ja, permanente Beschleunigung. So, wenn man noch weiter rauf geht, weniger viszerale Aspekte oder interozeptive oder viszeromotorische oder autonome Aspekte im Mesencephalon, aber doch auch, nicht sozusagen schwerpunktmäßig, da ist schon Schwerpunkt Bewegung, Augenbewegung, Kopfbewegung, Orientierung, Geräusche hören, Kopf, Augen, Kopf dorthin orientieren, Körper hin orientieren, ausrichten,
Alignment, sagt man da gerne auch zu, sensorischen Input mit sozusagen dem Körper in eine Linie bringen. Das ist das, was das Mesencephalon macht. Wenn ich hier was höre, dann gucke ich da erst hin und wenn es mich vielleicht interessiert, dann wende ich mich dahin. Und damit habe ich so meine Kopflandkarte, also erstmal meine Augenlandkarte, meine Kopflandkarte und meine Körperlandkarte, habe ich dann auf den sensorischen Input ausgerichtet und kann mit dem quasi interagieren, kann ihn besser wahrnehmen, weil ich ihn sozusagen auf meine Fovea gebe, auf meinen scharfen Sehbereich im Auge. Das ist das, die Hauptfunktion und natürlich mich dann möglicherweise darauf hinbewegen, also Lokomotion, alles so Sachen, die im Mesencephalon ablaufen, brauchen viel Input aus visuell-auditiv, logischerweise, über den Hirnstamm, aber auch noch indirekt über den Cortex. Und was dort aber viszeral ist, ist das periaqueduktale Grau, sitzt um den Liquorraum, so vom dritten zum vierten Ventrikel, und ist eine graue Substanz, deswegen periaqueduktales Grau, ist der schon auch motorisch, aber man sagt eher ein emotional-motorisches System, steuert auch Atmung, Zwerchfell, steuert auch Blase. Deswegen, wenn wir Stress kriegen, dann sagen wir, ich muss noch mal kurz auf Toilette gehen. Wenn wir ganz viel Stress kriegen, dann verkneifen wir uns das und hauen erstmal ab. So Flucht, Kampf, Starre, Todstellreflex, Ohnmacht, ja, so alles Sachen, die man sagt, die eher aus dem periaqueduktalen Grau kommen. Also so zentrale Aspekte der emotional-motorischen Regulation, auch Beckenbodenaktivität, also die Körperstellung, jetzt zum Beispiel bei Tieren weiß man, dass die Körperstellung für Reproduktion, ja, so wie muss das Becken gestellt werden, etc., damit Reproduktion gelingt, auch etwas, was aus diesem periaqueduktalen Grau heraus gesteuert wird. Also auch da viszerale Aspekte, Atmung, Beckenboden, Blase und so weiter und so fort, aber eben auch wieder eher tendenziell in die motorische Richtung. Also Mesencephalon mehr motorisch, kognitiv-motorisch, da ist der Ausgang. Emotional-motorisch, oh Gott, ich muss hier weg, ja, so, oder ich stelle mich mal tot und vielleicht sieht mich dann keiner. Drunter Atmung, Herz-Kreislauf und weiter drunter dann tendenziell mehr Verdauungsrichtung, wobei das alles grobe Sachen sind. Okay, Kleinhirn, ich winke mal. Servus, danke fürs Vorbeischauen. Wir haben ein paar Zuschauer. Und Cerebellum, noch ganz kurz. Kann man auch wahrscheinlich 5 Neurodonnerstage nur über das Cerebellum machen. 3 Abschnitte, das Spino oder die Vermis, mit dem Spinocerebellum, geht ein bisschen über die Vermis hinaus, so hat einen Bezug zur Wirbelsäule, zum Rumpf, also wenn das nicht funktioniert, Rumpfataxie zum Beispiel, hat aber auch Bezug zu den Organen, vegetative Störung, hat auch Bezug zur Kognition, im Sinne von, wie man mit einer Situation umgehen möchte, hat auch einen Bezug zu Funktion, Feinmechanik, wollte ich schon sagen, Feinmotorik oder schnelle Wechselbewegung der Hand, eher intermediäres Cerebellum, noch ein bisschen weiter lateral, die Zone jenseits vom Spinocerebellum, die eher mit den peripheren Systemen zu tun hat und darüber hinausgehend der laterale Anteil ist wieder extrapersonaler Raum, der da repräsentiert ist, also Raum, mit dem ich interagieren möchte. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit meinem Handy interagieren möchte, dann ist das in meinem peripersonalen Raum, außer ich bin hier. Hier ist es im extrapersonalen Raum. Jetzt muss ich erstmal hingehen, dann ist es in meinem peripersonalen Raum, jetzt kann ich damit interagieren. Und das ist, dafür gibt es auch eine Repräsentation im Cerebellum, um das abzustimmen, zu koordinieren und zusammenzubringen, das Handy mit meinem Finger oder mit meinem Ohr oder was auch immer ich machen möchte. So, also das ist so Kleinhirn, Rumpf, Arme, weiter außen, Exterozeption würde man dann sagen, visuelles System, aber nicht nur, auch auditiv werden dort Daten verarbeitet, damit ich damit wieder interagieren kann. Also unser größtes propriozeptives Ganglion. So, was wir jetzt mal machen wollen, ich gucke mal auf meine Uhr, genau, das passt eigentlich ganz gut. Wir wollen jetzt ein bisschen damit rumexperimentieren und jetzt würde ich meinen Sohn mal bitten, dass er mal zu mir kommt, dass wir einfach mal ein paar Sachen machen. Wir spielen jetzt mal ein bisschen. Servus, da ist mein Sohn, der Maxi, und wir testen jetzt einfach ein bisschen rum. So, neurofunktionell, wenn wir mit neurofunktioneller Integration arbeiten, arbeiten wir sehr viel mit Muskeltestung. Immer wieder höre ich, Muskeltestung, was sagt mir das aus? Sagt nicht alles, aber eine ganze Menge. Ich arbeite damit permanent, aber auch nicht nur. Wir machen natürlich auch andere Tests, Gehtests und so weiter und so fort.
wollen wir jetzt hier alles nicht so genau machen. Ich will einfach mal so ein paar Sachen zeigen, wie wir testen, und dann können wir mal gucken, ob wir daraus irgendwas konstruieren können. Soweit ich weiß, hat mein Sohn keine Beschwerden, Rückenschmerzen, Fußschmerzen, sonstiges momentan, Kopfschmerzen, Übelkeit etc., alles, was so sein kann, was hirnstammtechnisch unterwegs ist. Geht's dir gut? Okay, gut. So, du stellst dich bitte mal hier rüber, dann könnte ich ein bisschen leichter arbeiten und dann können wir das nochmal ein bisschen so theoretisch aufarbeiten. So, das Besondere könnte man sagen an neurofunktioneller Integration, und jemand möchte schon wieder einen Winker von mir haben. Das Besondere an neurofunktioneller Integration ist im Wesentlichen auch Einfachheit. Ja? So, wir können natürlich anfangen, alle möglichen Funktionen zu testen. Ich sage immer Funktion oder Leitung, das habe ich schon öfters gesagt. Eine Funktion testen, eine Leitung testen. Vorteil einer Funktion, sie ist sehr reell. Nachteil einer Funktion, ich weiß nicht genau, was ich teste. Selbst wenn ich jetzt sage, bitte summen mal, musst du jetzt nicht machen, aber wenn ich ihn summen lassen würde, würde ich sagen, okay, was aktiviere ich? Ich aktiviere den Vagus, die Stimmbänder, so da aktiviere ich mit Sicherheit irgendwie den Hirnstamm, die Medulla zum Beispiel. Aktiviere ich die nur, ich muss ja auch atmen, ja, ich muss es bewusst machen, das heißt, das Signal kommt von oben, und wenn ich da irgendwo Fehler in den Leitungen habe, kann ich nicht wirklich sicher sagen, ah ja, das ist die Medulla oder das ist das. Da gibt es natürlich dann auch wieder Kriterien, wie man das rausfinden könnte oder zumindest sich eine Meinung bilden könnte, was es am ehesten ist. Aber das funktioniert nicht so gut. Da sind Leitungen möglicherweise besser, um zu sagen, ah, okay, die Leitung von da nach da ist es. Und das ist das, worum es auch immer wieder geht, Kommunikation, also von da nach da. Die Medulla alleine interessiert eigentlich nicht, es interessiert die Medulla in Bezug auf etwas. So, das heißt, wir haben in der neurofunktionellen Integration Griffe, die wir benutzen, die eine relativ gute Repräsentation sind für bestimmte Bereiche vom Gehirn. So, manche sind sehr nachvollziehbar, manche sind weniger nachvollziehbar. Das ist dann einfach so ein Erfahrungsaspekt aus 30 Jahren. Welche Kontakte korrelieren mit was? So, wir haben ja nur die Körperoberfläche, und ihr kennt ja auch schon irgendwie so aus der chinesischen Medizin dann Akupunkturpunkte, benutzen wir jetzt nicht. So, es gibt dann zugeordnete Muskelpunkte oder auch Hautareale oder Segmente zu Organen. Wenn wir an ein Organ nicht hinkommen, können wir zumindest in der Leitung drin testen, über Dermatome, über Myotome etc., da werden wir noch drüber sprechen. Und das sind sozusagen auch die, ich sage mal, Dermatome, vielleicht auch Myotome der Gehirnbereiche. So, wenn ich jetzt zum Beispiel hier drunter greife, unter den Kiefer, also hier ist der Kieferwinkel, und ich greife jetzt nicht hier an den Hals, sondern ich greife hier unter den Kieferwinkel drunter. Das hat sich herausgestellt, dass das ein relativ guter Griff ist, um quasi die Medulla passiv zu aktivieren. So, auch wieder ein gewisser Vorteil und auch wieder gleichzeitig ein Nachteil, passiv zu arbeiten. Deswegen am Schluss, passiv zu arbeiten, deswegen am Schluss machen wir das in der Regel so, dass wir solche Techniken mit Funktionstestung irgendwo kombinieren. Das heißt, ich teste so und sehr viel überlappt sich in der Leitungstestung. Ja. Manches überlappt sich auch nicht, und dann teste ich noch zusätzlich Funktionen. Das heißt, ich habe beide Optionen zu testen. Feedback holen wir uns gerne über verschiedene Muskelgruppen, über Muskelfunktionen. Wenn jetzt er zum Beispiel hier über Schulter, Arm, Nacken Beschwerden klagen würde, würde ich auf jeden Fall mit diesem Arm auch testen, zu gucken, wie ist der motorische Output hier, wenn ich jetzt hier irgendwas mit seiner Medulla veranstalte. Okay? Also das benutzen wir. Und ganz klar in dem Bewusstsein, dass diese Vereinfachung was Gutes hat, aber auch was nicht Gutes hat, und wir auch nicht sicher sagen können, so unter dem Motto, und das würde ich auch nie behaupten wollen, so, das deckt alles von der Medulla ab. Ja, das wäre vermessen, genauso wie die Stimmaktivierung nicht die ganze Medulla abdeckt. Ja, und auch motorische Funktionen oder auch propriozeptive Reize nicht die Medulla abdecken können. Selbst wenn ich den ganzen Körper aktiviere, aktiviere ich wieder nur kleine Kerngebiete, Nucleus gracilis, Nucleus cuneatus. Also wir können nicht einfach sagen, wir aktivieren jetzt mal die Medulla, aber es ist doch wieder immer wieder erstaunlich zu sehen, wie gut das hier funktioniert. Schön und einfach, für manche Leute dann wieder suspekt, das ist aber sehr einfach, so zu testen. Ich mache das seit 18 Jahren und ich kann eigentlich nur sagen, also bisher ist mir noch nicht aufgefallen, dass das nicht funktionieren würde. Okay? Vielleicht bin ich auch blind, ja, so, das kann auch sein. Vielleicht sind auch Patienten blind, vielleicht denken auch Patienten nur, dass es ihnen besser geht. Kann man sagen, alles Placebo, feste halten. So, was wir natürlich immer brauchen, sind Muskelfunktionen. So, ich teste gerne natürlich auch die Beine. Das im Stehen kann jetzt nicht die Beine testen im Stehen, könnte man so ein bisschen, aber lassen wir jetzt hier mal weg. Das heißt, wir gehen mal einfach nur über die Arme, und das ist auch etwas, was ich gern sehe bei Leuten, die gern viel mit Muskelfunktion testen. Die sagen dann, okay, ich teste immer alles über den linken Arm. Da sage ich, okay, was teste ich denn am linken Arm? Ich habe nur bestimmte Segmente dabei, ich habe nur eine Gehirnhälfte.
Hirnhälfte irgendwie mit dabei, je nachdem, welchen Muskel ich dann auch teste und wie ich teste. Das ist aus meiner Sicht dann durchaus ungenau. Deswegen würde ich immer auf jeden Fall beide Körperseiten testen, weil ich möchte Informationen aus der Verarbeitung beider Gehirnhälften oder beider Seiten des Hirnstammes. Und im Liegen teste ich durchaus auch vier Extremitäten oder auch durchaus mal Kopffunktion. Habe ich jetzt heute bei dem Patienten gemacht mit seiner Handproblematik und HWS-Problematik oder primär HWS-Problematik. Und manche Sachen haben sich nicht über die Extremitäten testen lassen, aber dann bin ich halt über einen Test hier von den Halswirbelsäulenflexoren gegangen, habe dann hier getestet, um zu gucken, wie ist der Widerstand an der Stelle. So, wir beschränken uns jetzt mal hier drauf, weil es geht jetzt auch nicht darum, dass wir meinen Sohn irgendwie ganz gezielt behandeln, aber ich möchte euch einfach mal ein paar Sachen zeigen. Okay, also Medulla-Kontakt. Medulla-Kontakt. So, geh mal einen Schritt weiter nach oben. Pons-Kontakt, ja, ganz komisch, hinten am Hinterkopf. So, woher wissen wir das? Vermutungen, Assoziationen, Tests, was hängt mit der Pons zusammen? Atmung, sehr häufig, wenn dieser Kontakt hier am Occiput auftaucht, oberhalb der Protuberantia occipitalis externa und unterhalb von Lambda, dem Punkt, wo die Sutura lambdoidea zusammenkommt, da dazwischen am Schädel, habe ich einen Schädelknochen da. Genau, kann ich nochmal kurz zeigen. Oh, ohne Kiefer, also Medulla-Kontakt kann ich nicht zeigen. So, einmal hier. Protuberantia occipitalis externa, Lambda hier oben, die Suturen, die Sutura lambdoidea und da im Prinzip dazwischen, hier mittig am Occiput, ja, so, für alle, die das hier noch nicht gesehen haben, so Protuberantia occipitalis externa, Lambda, da dazwischen einfach mit der Hand drauf. So, hat das was mit der Höhe zu tun? Ungefähr, ja, das wäre so das einzige Kriterium, was ich sage, so, die Pons sitzt dann hier so auf der Höhe, ich habe ein anderes wo habe ich denn mein anderes Modell? Weiß ich gerade nicht. Genau. Ah, ist wahrscheinlich drüben im Behandlungsraum. So, du darfst dich gerne nochmal umdrehen. Ich bin gleich wieder bei dir. Also, Hand hier hinten drauf korreliert aus irgendeinem Grund mit Pons-Funktion, das heißt korreliert mit Atemfunktion sehr stark. Korreliert auch durchaus mit gewissen Gleichgewichtsfunktionen. Sehr starke Kopplung an die Atmung. Ja, so dass, und natürlich ist Atmung nicht nur alleine Pons, deswegen müssen wir da einfach auch Annahmen tätigen, weil was wir nicht haben, was immer mal wieder gefragt wird, gibt es Funktions-MRT-Aufnahmen? So, wird die Pons aktiviert, wenn ich da hinten hingreife? Muss ich ganz klar sagen, keine Ahnung. Ja? Ist noch nie gemacht worden. Okay? So, letztendlich ist es dann auch so eine Summe der Teile, dass wir sagen, okay, wir haben verschiedene Gehirnbereiche, wir müssen die irgendwie über extern abgreifen können, ohne in die Funktion zu gehen, wenn wir passiv arbeiten wollen. So, also Medulla und Pons. So, dann kommt das Mesencephalon. Dafür benutzen wir den Kontakt auf dem C1er Querfortsatz. Das heißt hier, wenn man unters Ohr geht, dann hat man hier den Querfortsatz von C1. Also nicht direkt unterm Ohr, oberhalb, sondern direkt auf dem C1er Querfortsatz. Das funktioniert ganz gut, weil wir ja gesagt haben, Mesencephalon hat ganz viel mit Kopf-Augen-Koordination zu tun und wir haben auf dem Querfortsatz von C1 haben wir extrem viele, Servus, ich kriege gerade Brotzeit gebracht, genau, sehr schön, ja, wunderbar. Vielen Dank, genau, ich werde gerade liebevoll versorgt hier mit Brotzeit. Ja, gut, also, ich gehe hier drauf auf den Querfortsatz für Mesencephalon, ja? So, weil hier ganz viele Sensoren drauf sitzen, die assoziiert sind eben mit Kopfbewegung und mit Kopf-Augen-Koordination. Also könnt ihr selber mal ausprobieren, so hier oben, was sich da tut, ja? So wenn ich hier rumgucke. Also deswegen funktioniert das ganz gut, aber interessanterweise eben nicht nur damit. Also korreliert zum Beispiel auch, was haben wir noch im Mesencephalon? Pupillenreflex, ja? Im Pretektum. Wenn ich ins Auge reinleuchte, kann ich die Pupille kontrahieren lassen und diese Funktion korreliert auch mit unter anderem mit diesem Kontakt über diesen Bereich hier. Also könnte man sagen, eine Repräsentation, das ist nicht das Mesencephalon, sondern eine Repräsentation für das Mesencephalon, so wie wir hinkommen, weil wir nicht ans Mesencephalon greifen können. So, und jetzt gibt es dann vielleicht jemand, der sagt, ja, aber wir können ja die Funktion testen. Ja, natürlich kann man die auch testen, aber wenn ich erstmal Ideen entwickeln will, welcher Bereich vom zentralen Nervensystem gestört ist, so, dann kann man erstmal wunderbar über diese Kontakte arbeiten.
Okay? So, was wir noch haben, ist das Cerebellum. So, jetzt haben wir die Protuberantia occipitalis externa und jetzt sind wir unterhalb. Ja, so, da ist so ein kleines Grübchen, man ist am Knochen für den zentralen Anteil. Dann geht hier der Schädel so ein bisschen raus, da ist sozusagen die Hemisphäre. Das sind so eher die lateralen Anteile, die aber nicht mit den Hemisphären assoziiert sind, also mit den exterozeptiven oder peripersonalen, extrapersonalen Bereichen, sondern noch mit Koordination. Also wenn eine Koordinationsstörung peripher ist, ich sage mal bis Ellbogen, ja, so und hier bis Fuß-Knie, dann korreliert das eher mit diesen Anteilen. Und hier hängt es sehr davon ab, was ich teste, wenn ich das im Zusammenhang mit viszeralen System teste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier hinten hingehe und ich teste den hinteren Teil vom Schädel mit Bereichen im Bauch zum Beispiel, dann ist das eher der viszerale Aspekt. Und den habe ich hier auch repräsentiert über die Kerngebiete in dem zentralen Bereich und die Verbindung von dem zentralen Cerebellum-Bereich in den Hypothalamus zum Beispiel. Das ist eine sehr biochemische Komponente und den sozusagen hole ich mir hier rüber. Ja. So, kann natürlich auch irgendwie Bauchmuskel sein, logischerweise, aber das kann man dann auch nochmal differenzieren, wenn das geht. Ich kann halt natürlich immer nur durch etwas durchtesten, kann aber auch assoziiert sein eben mit Bewegungssystem, Haltefunktion, eher zentral Spinocerebellum. Okay, so, ganz einfache Technik, um zu gucken, wie der Hirnstamm mit dem Rückenmark kommuniziert. Eine der Techniken, die wir in Kurs 1 zeigen, so eine banale Technik. Banal, aber trotzdem durchaus sehr effektiv. So, also das heißt, man geht dann hin und man schaut dann über die Muskelfunktion, ob wir irgendeine Abweichung der Muskelfunktion haben. Dann guckt man nicht nur die Aktivierung und das ist nochmal so ein Thema. So immer nur nach schwachen Muskeln zu gucken oder so, man muss, und gerade wenn man mit Bewegungsapparatproblemen arbeitet, durchaus häufig keine Auffälligkeit in der muskulären Ansteuerung, wenn man auch jetzt auf verschiedene Muskeln testet. Aber durchaus eine Auffälligkeit bei Inhibition. Ja, das heißt, wenn man dann einen Muskel testet und ich habe jetzt hier nicht sehr spezifisch auch den vorderen Delta mit dabei und ich gehe auf den drauf und der inhibiert nicht, weiß ich, dass ich auch ein neurologisches Problem habe. Ja. Eine fehlende Inhibition ist genauso ein neurologisches Problem wie eine fehlende Fazilitation. Und ich persönlich finde, dass fehlende Inhibition von der muskulären Seite her viel häufiger auftauchen als fehlende Fazilitation, meiner Meinung nach. Deswegen suche ich viel mehr nach fehlender Inhibition. Ja, das ist so ein, aus meiner Sicht ein grundsätzlicher Fehler zu denken, so wenn ich den Muskel getestet habe, dann ist der Muskel okay. Sage ich, nein, ein Aspekt ist okay. Dann kommt noch die Inhibition dazu, die muss okay sein, und dann kommt noch die integrierte Funktion dazu, integrierte Muskelfunktion. Fremdwort für viele, die mit Muskelfunktion arbeiten, weil sie nur einzelne Muskeln testen. Wie reagiert ein Muskel auf eine Körperbewegung? Ja, weil ein Muskel in einer Position fazilitiert und in einer anderen Körperposition inhibiert, und das ist vollkommen physiologisch. Das heißt, das muss ich natürlich auch mit berücksichtigen, aber da werden wir noch drüber sprechen. So. Jetzt kann ich hingehen und einfach mal über seine Wirbelsäule drüber streichen. Das heißt, ich habe hier letztendlich, aktiviere ich hier den Ramus dorsalis, so mal von oben bis unten und gucke einfach mal, ob irgendwas hier auftaucht. Okay? So. Nichts passiert. Ja? So, ich gehe nochmal hin und aktiviere hier vorne. Da passiert auch nichts. Ich nehme nochmal die andere Seite. So, da passiert auch nichts. Jetzt kombiniert man das Ganze. Ich habe natürlich meine Hand die ganze Zeit an der Schulter, könnte was ausmachen. Falls jemand denkt, so was macht die Hand an der Schulter? Ja, könnte was ausmachen, wird man schon rausfinden, wenn da irgendwas ist. So, jetzt kombiniert man das Ganze. Das heißt, man aktiviert jetzt hier, und welche Nerven haben wir hier? Hypoglossus, Glossopharyngeus, irgendwas in der Richtung, das ist auch assoziiert mit der Medulla. Man aktiviert hier entweder hintereinander, ja, oder gleichzeitig so. Okay, und dann gucken wir mal, ob ihr irgendwo was angezeigt wird. So ein bisschen eine Schwäche auf der Seite, wenn ich sehe, wir gehen mal ein Stück weiter weg, wenn ich schon spüre, dass er irgendwie anfängt zu schwächeln, dann könnte es sein, dass einfach zu viel Information da war, sodass die, ich sage mal, das Rauschsignalverhältnis nicht gut genug war, dass der Körper den Fehler gesehen hat. Das heißt, abschnittsweise, einfach nochmal kurz nur die Halswirbelsäule testen, nur den Bereich testen. Und jetzt gehen wir weiter runter. Untere BWS bin ich jetzt. Ah, okay. Also in der unteren BWS, wenn ich seine untere BWS kombiniere. So, und jetzt zeige ich das nochmal. Ja, nur. So, die andere Hand macht nichts. Ich bin nur so in der unteren BWS. Lumbo-thorakolumbaler Übergang, kein Problem. Ich nehme den Kontakt hier vorne mit dazu.
Ja, und teste das nochmal, feste gegenhalten. Und da hat er keine Chance mehr, das zu halten. Okay? So, jetzt kann man sich natürlich nochmal die Frage kurz stellen, was testen wir eigentlich gerade? Ja? Und da muss man ganz klar sagen, an der Stelle, wenn ich jetzt über den Rücken gehe, über die Spinalnerven und sage ich mal die Rückenmarksebene drin haben, kann ich das überhaupt nicht beantworten, welches System ich gerade teste, afferent, efferent, Fragezeichen, propriozeptiv oder sensomotorisch, autonomes Nervensystem, Fragezeichen kann man an der Stelle sicherlich nicht beantworten. Und woran man auch denken muss, das Nervensystem im Nervensystem. Das heißt, möglicherweise ist es das serotonerge System, was wir gerade testen. Wir haben Serotoninkerne im Hirnstamm, in der Medulla drin sitzen, die letztendlich die zum Beispiel Sensibilität der sensorischen und motorischen Systeme sowohl für das autonome als auch für das sensomotorische System regulieren. Ja, also, und die enden im Rückenmark, die gehen nicht in die Peripherie. Das heißt, das ist das, woran ich primär eigentlich denke, wenn ich sowas teste, denke ich nicht unbedingt an das sensomotorische oder somatomotorische und somatosensorische System oder das autonome Nervensystem, sondern ich denke eigentlich an das Aktivierungssystem. Ja. Genau, muss man wieder winken hier zwischendurch. Also, das ist so ein bisschen das, was hier die Denke ausmacht. Ich kann es aber nicht sicher sagen. Man könnte noch anfangen, versuchen, Tests zu machen, um das zu differenzieren. Aber muss einem einfach bewusst sein. Und ich werde beim nächsten Mal, ich habe das jetzt tatsächlich nicht dabei, leider, ich bringe beim nächsten Mal nochmal ein Bild mit, über wie viele Leitungen da parallel zu zum Beispiel motorischen Leitungen sind. Weil wir haben in den Atlanten dann immer so, da ist die Leitung vom Kortex zum Spinalsystem und dann zum Muskel und dann haben wir die Leitung über den Hirnstamm, über den Nucleus ruber und runter in den, was weiß ich, in die HWS und dann über sonstige Sachen runter in die Muskulatur oder in die Organe. Also gehen weiter und dann haben wir eben dieses riesige System an Noradrenalin, Serotonin, Glutamin, also glutaminerges System, histaminerges System, Orexinsystem und, die auch da noch runtergehen und die das Ganze sozusagen feintunen. Ja? Und das ist möglicherweise das viel wichtigere System. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Technik, so einfach sie auch ist, gut funktioniert, weil sie die Aktivierungs- oder Inhibierungssysteme reguliert. Okay? So, einfachste Technik an der Stelle zur Integration ist einfach diese zwei Komponenten über den Schädel anzutriggern. Das ist die einfachste Technik, die auch funktioniert. So, damit bin ich sozusagen groß geworden. Alles, was wir am Anfang gelernt haben, als ich vor 18 Jahren damit angefangen habe, ist so verschiedene Punkte zu testen und zu integrieren. Da haben wir so eine gewisse Systematik gehabt, die damals noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht anatomisch war, sondern eher von so Gedanken geprägt war oder Blöcken geprägt war, die so, ich sag mal, gewisse Systeme unterteilen, nicht neuroanatomisch. Jetzt gehen wir eher so ein bisschen neuroanatomischer vor. Das heißt, so, ich denke jetzt gerade, nur dass ihr wisst, wo mein Gedanke gerade ist, ich denke gerade an absteigende Aktivierungs- oder Inhibierungssysteme, möglicherweise serotoninerges System, Noradrenalinsystem wäre es eher nicht. Die Noradrenalinkerne, Locus coeruleus, liegt eher in der Pons. Orexinsystem, Hypothalamusregion, glutaminerges System, präfrontaler Kortex. Ja? So, ganz unten hauptsächlich das serotoninerge System. Das heißt, wenn wir jetzt gerade die Aktivierungs- oder serotoninerge Leitung testen, oder die Aktivierungssysteme, dann wahrscheinlich am ehesten serotoninerges System. Okay, so, also das ist die Idee. Okay, und das finde ich, wird gern vergessen, dass wir parallel, und deswegen betone ich das auch nochmal so, parallel zum somatosensorischen, somatomotorischen und autonomen Nervensystem, diese ganzen Leitungen parallel dazu ein Paralleluniversum haben der Aktivierungs-Inhibierungssysteme. Ja, so. Und dieses System geht nicht in die Peripherie. So kann man es manchmal auch differenzieren, dass man dann sozusagen die Spur verliert, wenn man jetzt gucken würde, segmental in die Peripherie reintestet, dass dann nichts auftaucht, weil es eben diese Leitung nicht bis in die Peripherie geht. Dann müsste man eher über Funktion testen, weil die Funktion beeinflussen könnte das schon. Wie leicht lässt sich das aktivieren oder auch inhibieren, das ganze System. So, wir machen eine Integration. Genau, Zeit wird es zu integrieren. So, einmal hier und nochmal testen. So, vielleicht ist es ja auch schon weg, vielleicht war es ja nur irgendwie eine Eintagsfliege oder eine Ein-Minuten-Fliege.
Ja, feste gegenhalten. Nein, es ist immer noch da. Okay, so ist eigentlich eine Dysfunktion auch oft, dass sie nicht einfach verschwindet. So, das heißt, jetzt gehen wir hin, aktivieren hier und aktivieren am Rücken, an der Wirbelsäule. Und man kann da ruhig ein bisschen großzügiger sein, müssen jetzt nicht ein Segment rausfinden. Das ist eh Käse, weil meistens sind es 2, 3 Segmente immer irgendwie sensomotorisch gekoppelt. So, ein Segment hier und dann gehen wir hier oben drauf und klopfen auf den Kopf rum. Deswegen werde ich auch gerne der Klopfer genannt. So, nochmal hier, ja, ganz einfache Technik. So, einmal von hinten betrachtet, okay. Und einmal von vorne betrachtet, hier vorne und gleichzeitig Rücken und dann mal kurz zwischendurch hier oben integriert. Man kann auch sowas machen, einfach Rücken und Medulla, habe ich schon öfters probiert im Laufe der ganzen Jahre, dauert oft einfach länger. Ja, deswegen dieser Griff nach oben aus irgendeinem Grund, nicht klar genau warum, integriert es oder verknüpft es dadurch schneller. Okay, das war jetzt eh schon zu viel, hätte ich mir sparen können, ich habe nebenher geredet. So, testen wir nochmal nach, ich bin wieder am Rücken, feste gegenhalten und jetzt kann ich ihn hier nicht mehr inhibieren. Ja, feste gegenhalten, okay. So, das kann man mit Medulla machen. Einmal durchtesten. Das kann man mit dem Kontakt machen für die Pons. Einmal durchtesten. Bis runter. Ja, also HWS und bis Steißbein. Das kann man mit den insbesondere medialen zerebellären Anteilen machen. Die lateralen spielen da nicht so eine große Rolle. Und einmal runtertesten. HWS bis runtertesten. Und das kann man natürlich mit diesen Griff machen für Mesencephalon. Einmal runtertesten. Einmal rechts testen, einmal links testen. Nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, also nicht, wie geht es jetzt weiter? Ach ja, genau, jetzt muss ich nochmal hier hinten runterstreichen, schön langsam. Was soll ich jetzt machen? Ach ja, jetzt muss ich einen Muskel testen. Das könnte falsch negativ sein, weil viel zu viel Zeit zwischen den Systemen verstrichen ist. Es geht hier um Kohärenz, es geht hier um Zusammenhänge, nicht nur sozusagen hier und irgendwo da, sondern auch um zeitliche Zusammenhänge. Neurologische Systeme haben kurze Verknüpfungszeiten. Ja, so in der Sensorik sagt man, wenn ich hier berühre, ist dieses Signal für ungefähr eine Sekunde, zwei gespeichert und wird dann wieder gelöscht. So. Das heißt, in der Phase wird das System aktiviert und jetzt ist es dann schon wieder weg. Und das ist auch so der Zeitraum. Ich würde sagen, wir haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit, vielleicht 2 bis 3 Sekunden, je nachdem, wo man arbeitet, welche Reize man setzt. Man kann hintereinander Reize setzen, man kann sie auch direkt zusammensetzen. Also nochmal, Muskelfunktion, ja, zack, Wirbelsäule, aha, nichts. Und zack, Wirbelsäule, aha, auch nichts. Und ich würde immer rechts-links testen. Mesencephalon, Wirbelsäule, da ist auch nichts. Und was haben wir noch? Pons, Wirbelsäule. Wenn man dann meinetwegen hier was findet und ich stelle das jetzt nach, so, der Muskel wird schwach, dann könnte man noch ein bisschen genauer gucken, obere, mittlere, untere HWS und das dann wieder integrieren. Ihr seid eingeladen, das auszuprobieren. Ihr könnt das ganze Einsatzskript runterladen, falls ihr es noch nicht habt. Der ganze Kurs 1 ist vollkommen kostenlos noch bis Ende Mai mindestens auf unserer Website zu haben, mit Schulungsvideos, mit den Unterlagen, mit allen Griffen. Da ist das alles nochmal drin, so diese Kerntechnik. Und das ist eine wichtige Technik. Rückenmarkssegmente, Hirnstamm, da läuft ganz viel ab. Und wenn man das gut integriert hat, kann man schon eine ganze Menge Dinge lösen. Ich bin immer wieder selber erstaunt, so in den Grundkursen, gerade Grundkurs 1, wo wir das machen, wie viel sich da löst. Plötzlich ist die Hüfte freier, plötzlich geht die Wirbelsäule natürlich besser oder die Verdauung funktioniert besser. Alles Mögliche kann da passieren. Okay? So, das war's von mir heute.